Es waren die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Wir waren Geiseln der SS. Wir, Frauen und Kinder des Widerstandes. Zusammen mit prominenten Hitlergegnern aus ganz Europa. Politikern, Offizieren. Wir waren auf einer Irrfahrt durch das untergehende Dritte Reich. Wir fuhren immer ins Ungewisse. Angst, Ungewissheit und Hilflosigkeit, das waren die bestimmenden Gefühle. Wo fahren wir denn jetzt schon wieder hin? Wir machen einen Ausflug. Ja! Meine geliebten Kinder hatten sie mir weggenommen. Nur die Hoffnung, sie irgendwann wieder in die Arme zu schließen, hielt mich am Leben. Mich, Fei von Hassel Pirzio Biroli. Licht aus! Und ich bin Jimmy James, Pilot der Royal Air Force. We're sitting ducks here. Jeder dieser Tage könnte unser letzter sein. Brauchte die SS uns noch oder wollte sie uns nur noch beseitigen? Banking on our bombers raking the Brenner Pass again and flattening us. And their hand grenades will take care of the rest. Das wäre schon bittere Ironie, wenn die eigenen Kameraden uns ins Jenseits befördern würden. Aber war das wirklich der Plan der SS? Die wollen längst nur noch ihre Haut retten. Die brauchen uns. Lebendig. Wenn sie jetzt fliehen, dann riskieren sie nicht nur ihr Leben, sondern unser aller Leben. Ihnen tut doch hier niemand was. Wir sitzen schon 5 Jahre in dieser verdammten Scheiße und die Hälfte unserer Männer ist tot. Captain. Wings. Denken Sie doch an die Kinder. Beim Anblick der vielen Kleinen unter uns musste ich immer an meine beiden Buben denken, die sie mir genommen hatten. Rasender Schmerz drückte mein Herz. Geht mal mit der Tante her. Nur ein bisschen spazieren. Wings. Jimmy? James. Das war nun wirklich eine gute Chance. Doch zu welchem Preis? Let it go, Wings. Wir sind doch die Ersten, die sich hier abknallen wie die Ratten. Und der Bade wartet nur auf seine Chance. Let's not give him a reason. Es tat mir wirklich leid, meinen Freund Wings Day enttäuschen zu müssen. Doch sicher würde sich die SS an den anderen Gefangenen rächen, wenn wir jetzt flüchteten. An richtigen Schlaf war nicht zu denken in dieser Nacht. Die SS-Bewacher hatten sich zurückgezogen. War das eine Todesfalle? Warteten sie da draußen nur auf einen Fluchtversuch, um uns dann zu erschießen? Viele von uns befürchteten das. In den frühen Morgenstunden tauchten sie dann wieder auf. Durchzählen. Alle vollzählig, Obersturmführer. Abfahrt! Wir fuhren den Brennerpass hinunter, hinein nach Südtirol, der deutschsprachigen Provinz Italiens. Und stellten fest,
dass wir plötzlich Begleitung bekommen hatten. Fahrzeuge folgten uns. Die Garibaldi-Leute sind hinter uns. Da wurde bei uns im Bus Mundpropaganda gemacht. Schon. Wir durften ja die SS-Leute nie. Keine Militärfahrzeuge. Jetzt sind es schon zwei. Womöglich italienische Freiheitskämpfer auf der Suche nach einem deutschen Ziel. Kann ich Sie einen Moment sprechen, Obersturmführer? Wir haben Gesellschaft bekommen. Ist Ihnen das auch schon aufgefallen, Leutnant? Die Partisanen könnten ihre Befehle empfindlich stören. Für diese Erkenntnisse brauche ich Sie nicht. Vielleicht täuschen Sie sich. Vielleicht brauchen Sie mich doch. Sie wissen, wie dieser Krieg enden wird. Dann können Sie sich nicht mal den Baum aussuchen, an dem Sie hängen werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es Ihre Überlebenschancen deutlich verbessert, wenn Sie an der nächsten Ortschaft anhalten und uns freilassen. Und glauben Sie mir, ich habe ein gutes Gedächtnis. Versprechen halte ich. Befehl ist Befehl. Das sollten Sie als Soldat eigentlich wissen, Leutnant. Außerdem trage ich hier nicht allein die Verantwortung. Sollten Sie dem Untersturmführer Bader gegenüber einen solchen Vorschlag äußern, der schießt Sie auf der Stelle nieder, da können Sie sicher sein. Ich will so etwas nie wieder hören. Was wollte der Tommy? Pinkelpause. Schon wieder. Tja, diese Tommys halten halt nichts aus. Was hat der Stiller diesem Bader von unserem Gespräch erzählt? Hoffentlich hatte ich keinen verhängnisvollen Fehler gemacht. Untersturmführer Bader was particularly feared. Als SD-Mitglied war Untersturmführer Bader besonders gefürchtet. Diese Einheit war für ihre Brutalität berüchtigt, besonders zum Kriegsende. Und er war derjenige, der die Sonderhäftlinge, falls nötig, sofort exekutiert hätte. Und das sagte er ihnen auch. Als es hell wurde, bogen wir in ein zauberhaftes Tal ab. Das Pustertal. Ein Idyll. Nicht weit von einer kleinen Ortschaft mit dem Namen Niederdorf oder auf Italienisch Villa Bassa ließ Stiller den Befehl zum Anhalten geben. Wer will, kann nach draußen gehen. Und wer die Begrenzung der Fahrzeuge verlässt, wird erschossen. Hauptscharführer! Zwei Wachen pro Fahrzeug abstellen. Jawohl, Obersturmführer. Unsere beiden Transportführer machten einen ziemlich ratlosen Eindruck und schienen sich gar nicht mehr einig zu sein. Unterbringen! Verdammt nochmal, Stiller. Wir verlieren hier die Zeit. Der Partisane kann uns jederzeit angreifen. Ein Amerikaner steht schon bei Verona. Gefangenen dürfen auf keinen Fall lebend in die Hände des Feindes fallen. So lautet der Befehl. Ich befehle hier, Untersturmführer Bader. Wir gehen jetzt in diese Ortschaft da vorne und fragen nach dem Weg zu diesem Hotel. Und wir versuchen, Verbindung zum Reichssicherheitshauptamt zu bekommen, zu Kaltenbrunner. Wir müssen uns rückversichern. Ja, wie Sie meinen, Obersturmführer. Ja, so meine ich. Wie Sie meinen. Was war da im Gange? Die Typen verschwanden einfach. Und wir saßen hier in diesem Alpenidyll und wussten wieder mal nicht, was vor sich geht. Kilometer weiter nördlich versinkt währenddessen das Zentrum des Dritten Reiches. Die Rote Armee hat sich inzwischen bis Berlin-Mitte durchgekämpft. Und das Reichssicherheitshauptamt, das Machtzentrum der SS, existiert praktisch nicht mehr. Am wichtigsten war, dass die Kommunikation völlig zusammenbrach. Niemand konnte mehr irgendwen erreichen. Kuriere kamen nicht mehr durch. Ab und an vielleicht mal ein Flugzeug.
aber normale Kommunikation war nicht mehr möglich. Und das bedeutete eigentlich das Ende für die SS. Es gab keine Kommandostrukturen mehr. Viele aus der Führungsspitze der SS fliehen in die Alpen. So Ernst Kaltenbrunner, Himmlers Stellvertreter und der höchste direkte Vorgesetzte von Stiller und Baader. Er hat sich nach Althaussee im Salzkammergut abgesetzt. Dort wartet seine Geliebte auf ihn. Kaltenbrunner hätte die Geiseln gern selbst als Verhandlungsmasse genutzt, aber eher um sein Leben zu retten als für den Nazistaat. Doch er wusste nicht, wo sie waren. Stunde um Stunde saßen wir in unseren Bussen. Nichts passierte. Die Nervosität stieg mit jeder Minute. Das ist doch sicher eine Falle. Man hat immer mit irgendwelchen grausamen Handlungen gerechnet. Ne? Und das hat sich ja mitgeteilt. Ne? Diese furchtbare Unruhe und dass alle dachten, was kann hier noch Schlimmes passieren und so. Ne? Und da hat meine Mutter auch zu uns gesagt, geht nicht raus aus dem Bus, auch wenn das mildes Wetter ist und so weiter. Und dann hieß es, man müsste Angst haben, wenn Leute da in den Wald laufen und so weiter, dass sie dann erschossen werden würden. Ne? Ja, wir alle waren wirklich alarmiert. Was machten die Oberschergen so lange in Niederdorf? Holten sie sich dort per Telefon oder Fernschreiber die Erlaubnis, uns nun endlich abknallen zu dürfen? Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein. Isa Vermehren, die Kabarettistin mit ihrer Quetschkommode, startete einen Versuch, die Stimmung irgendwie vor dem endgültigen Absturz zu retten. Ist dir's recht? Na, dann bleib ich dir treu, sogar bis um 10. Isa Vermehren fing an, auf ihrer Quetsche uns zu abzulenken und mit fröhlicheren Liedern die Zeit zu füllen. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Singen Sie mit, Fei. Ich bin nicht in der Stimmung. Dann machen Sie schon für die Kinder. Ich will jetzt nicht singen. Für mich hat sie keine Moral und Aufrüstung getrieben. Weiß nicht, für andere mag es gewesen sein. Für mich war das, ich empfand es nicht als angebracht so. Mir war nicht danach, so will ich mal sagen. Ich hatte Isa Vermehren nicht kränken wollen. Aber mir war auch nicht danach. To mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, so everyone was gay. Singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square. The paddy got excited, then he shouted to them there. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Es waren ja alles nur hilflose Versuche, vielleicht die Tragik der jetzigen Situation ein bisschen zu glätten. Es waren nur Versuche. Ich hab Hunger, Mutti. Geduld, mein Schatz. Wir kriegen was. Ganz bestimmt. Ich erinnere mich, dass der Leon Blum, der in dem Bus mitsaß,
rausguckte, und hat er wohl eine Art Kresse gesehen, eine essbare Pflanze. Dann hat er Cresson gesagt, ne, und meinte, man könnte das doch abpflücken und essen. So hungrig waren wir, wir hatten ja nichts bekommen. Ne. Ich mach das, Garibaldi. Ich gehe raus. Und dann ergriff Oberst von Bonin, der ja immer noch seine Wehrmachtsuniform trug, die Initiative. Wie bitte? Wir stehen schon viel zu lange. Und da gehen Sie jetzt einfach so raus, ja? Ich komme mit. Das wird die Wachen provozieren. Auf mich werden sie hoffentlich nicht gleich schießen. Sie sind der Feind. Von mir haben Sie Respekt. Ich werde aussteigen. Ganz wie Sie meinen, Oberst. Wenn ich ein Zeichen gebe, kommen die Frauen und Kinder. Die anderen bleiben sitzen. Alles klar. Wer ist hier der Wachhabende? Hauptscharführer Hermann, Herr Oberst. Scharführer. Wir alle haben seit der Abfahrt keine Verpflegung mehr bekommen. Und kein Wasser. Gehen Sie wieder zurück in den Bus. Ich habe mich wohl nicht klar genug ausgedrückt. Die Frauen und Kinder brauchen nun etwas zu essen. Wir haben nur noch sehr wenig. Wo ist die Proviantkiste? Bring die Kiste in den Bus. War's das jetzt? Hauptscharführer, Sie können die Kolonne nicht stundenlang auf offenem Feld herumstehen lassen. Wie auf dem Präsentierteller für die Flieger des Feindes. Ich kann's auch nicht ändern, Oberst. Ich werde jetzt mit den Frauen und Kindern in den Ort gehen. Wir unterstützen die Sturmführer bei der Suche nach Quartier und Verpflegung. Das würde ich mir an Ihrer Stelle gut überlegen. Sofort stehen bleiben, sonst wird geschossen. Boni! Wir waren uns natürlich bewusst, wie wir den Bus verlassen haben, dass wir wirklich jetzt Risiko machen, ja? Aber irgendwo haben wir gespürt, jetzt können wir es. Jetzt oder gar nicht. So unter dem Motto gingen wir los. Entweder jetzt oder gar. Unter dem Motto sind wir eigentlich losgegangen. Zusammenbleiben. Boni! Zwingen Sie uns nicht zu schießen! Die Angst war weniger. Und wissen Sie, das sind Stimmungssachen, die da sind, die in der Luft sind, die können Sie einfach nicht richtig wiedergeben. Man macht etwas oder man macht's nicht. Ich weiß, dass ich ziemlich dicht hinter Bonin lief. Und Bonin sagte, jetzt geht ihr in die Ortsmitte, da erschießt euch keiner. Machen Sie sich bemerkbar. Die Bevölkerung könnte unser Schutz sein. Wir haben uns auf den Marktplatz gesetzt und wir haben sofort jedem gesagt, wer wir sind. Sofort unter die Menschen gehen, sofort unsere Namen sagen. Wir hatten das Gefühl, das ist unsere Sicherheit. Denn das war ja eben unsere Angst. Wir werden verschleppt, verschleppt, verschleppt und keiner weiß, wo wir dann bleiben.
stehen noch Busse mit ganz vielen Leuten. Hey! Von Bonin! Was ist da los? Verdammt nochmal! Beruhigen Sie sich, Untersturmführer. Die wollen alle fliehen! Wir unterstützen Sie nur bei der Suche nach Unterkunft. Jetzt werden schon noch sehen, wie ich Sie hier unterstützen werde. Untersturmführer. Los, auf die Knie. Los, runter auf die Knie. Halt die Schnauze und geh runter. Los. Mann, allein. Wir brauchen jeden einzelnen Soldaten. Du Vollidiot. Du kannst dich schon mal auf ein Kriegsgericht gefasst machen. Bonin. Mit ihnen bin ich fertig. Wenn alle tot sind! Das ist mein Auftrag. Er ist völlig unberechenbar. Er hätte eines Morgens mit dem falschen Fuß aufstehen und sich überlegen können, ich habe die Nase voll von diesen Menschen, ich werde sie erschießen lassen. Dieser Kerl mit seinen SD-Schergen würde uns umbringen, sobald er irgendwie eine Möglichkeit dazu sähe. Das war nun völlig klar. Doch andererseits, erst einmal waren wir erleichtert. Das Bürgermeisteramt von Niederdorf war sicher nicht das Waldorf Astoria. Aber nichts hätte in diesem Moment schöner sein können als ein Strohbett oder eine Matratze hier auf dem Boden. Und endlich gab es was zu essen. Die Niederdorfer kümmerten sich rührend um uns. Wir waren tief beeindruckt von dieser herzlichen Art der Aufnahme. Das weiß ich schon, dass alle aufatmeten und dem Himmel dankten. Über so eine erste Begrüßung. Für den Moment hatte die SS die Kontrolle über uns verloren. Das hatte der italienische Partisanengeneral Sante Garibaldi genutzt und sich nun tatsächlich abgesetzt. Kontakt aufgenommen zu den Freiheitskämpfern, die uns schon seit dem Brenner diskret gefolgt waren. Er versuchte, das Kommando zu übernehmen, was wohl nicht ganz einfach war. Sante Garibaldi ist der Enkel des italienischen Nationalhelden Giuseppe Garibaldi. Aber eine direkte Verbindung zu den Garibaldini, den Partisanenverbänden, die gab es nicht. Die Garibaldini erkennt man an den roten Halstüchern. Sie sind politisch links, viele von ihnen Kommunisten. Es gibt weitere Partisanengruppen aus fast allen politischen Lagern. Alle eint ein Ziel, die Deutschen aus dem Land zu werfen. In der ersten Phase führten die Partisanen, auch die Garibaldini, einen klassischen Guerillakrieg. Aber dann, ab Herbst 1944, hatten sie genug militärische Mittel zur Verfügung, um auch komplexere Operationen durchzuführen. Gegen die Truppen der Deutschen und die Einheiten der italienischen Faschisten. Mit diesen Männern die Geiseln zu befreien, das war Sante Garibaldis Ziel. Garibaldi versuchte, aus dem Schatten seines Großvaters hervorzutreten, selbst ein Befreier zu sein. Er wollte beweisen, dass er ein wichtiger Partisanenführer war, dass er diese mobilisieren und die Geiseln befreien konnte. Wie würde es weitergehen? Das war am Abend des 28. April völlig offen. Aber für den Moment waren wir erst einmal happy. Well, this is what I call an improvement. Certainly is, Wings. The lap of luxury, Jimmy. Hier ist höchstens Platz für zwei Leute, Garibaldi. General,
Io sono il comandante dei partigiani della Valposteria. Was soll das? Ich lasse mich von Ihnen kein zweites Mal aufhalten, Lieutenant. Und an Ihrer Stelle würde ich mir überlegen, wie ich hier schleunigst verschwinde. Die Partisanen hier im Norden fackeln nicht lange. Ach. Und unser Kommandant hier ist ein ziemlich impulsiver Mann. Man weiß nie, was er tut. Kommandante, andiamo. Signori. Well, what an improvement. Quite. Im Bett. Vielleicht ist das Schlimmste bald vorbei. Aber die Nacht wurde alles andere als ruhig. Heidi, jetzt lass die Luft mal raus hier! Ja. Auf geht's! Jawohl! Ja. Auf unseren Führer! Ja. Jawohl, zum Ole! Jawohl! Ohne diesen Verräter hätten wir einfach gleich abknallen sollen! Ja. Bagage. Genau. Prinzess war. Ja. Absolut. Absolut zum Wohl. Haben diese Menschen nichts Besseres zu tun, als sich zu betrinken? Die Alliierten kommen. Sie haben Angst, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und die Juden sind schuld. Genau. Und die Amerikaner. Ja. Ja. Und die Bolschewiken. So, aber ich sag dir eins, diese Schweine gehen noch ihren letzten Gang. Sieg! Heil! Sieg! Heil! Sieg! Heil! Die SS trank sich immer mehr in Rage. Das war brandgefährlich. Hatten Stille und Bader ihre Vorgesetzten erreicht, um das Go für unsere Ermordung zu bekommen? Wohl nicht. Denn sonst wären wir womöglich nicht mehr am Leben. Wir waren wie Zunder, für den es nur noch einen Funken brauchte, als sich die Dunkelheit auf die Dächer von Niederdorf senkte. Die Tatsache, dass die SS-Offiziere keinen Kontakt mehr mit ihren Vorgesetzten hatten, machte die Lage für die Geiseln noch gefährlicher. Durchaus möglich, dass sie die Geiseln aus einer Laune heraus erschießen. Also, ich denke, die letzten 2-3 Tage waren wirklich besonders gefährlich. Am nächsten Tag, am 29. April 1945, befreit die US-Armee das Konzentrationslager Dachau und findet ein Bild des Grauens vor. Halbtote Gefangene, die von der SS noch in den letzten Tagen vor der Befreiung aus dem Norden und Osten hierher geschafft worden waren. Und ein ganzer Zug voller Leichen. Das blanke Entsetzen. The general reaction was of complete and total surprise and horror. Very often followed by. Die allgemeine Reaktion war vollständiger Schrecken. Oft gefolgt durch spontane Reaktionen nach dem Motto: Lasst uns die töten, die dafür verantwortlich sind. Es kam vor, dass Amerikaner KZ-Wachen erschossen, die ihnen von den Gefangenen benannt wurden. Da gibt es eine Reihe dokumentierter Fälle. Shootings of concentration camp guards by American occupying forces. Vor Gericht geben Angehörige der SS später an, es habe noch den Plan gegeben, das ganze Konzentrationslager mit Flammenwerfern abzufackeln. Dieser 29. April 1945 war ein Sonntag. Stille hatte uns Gefangenen einen Gottesdienst genehmigt.
Oberst von Bonin war durch die Reihen der Bewacher geschlüpft. Auf der Suche nach einer Dienststelle der Wehrmacht. Andate giù in paese, ma fate attenzione. Durchsucht jedes Gebäude und von Bonin wird sofort erschossen. Oberst von Bonin, bitte melden Sie sofort ein Blitzgespräch mit dem Oberkommando der Heeresgruppe Italien an. General Röttiger oder Fietinghoff, persönlich. Zu Befehl, Herr Oberst. Aber ich muss Herrn Oberst darauf aufmerksam machen. Wir haben schon seit Tagen kaum mehr Verbindung. Versuchen Sie es trotzdem. Versuchen Sie es so lange, bis die Verbindung steht. Die Sache duldet keinen Aufschub. Dorf Adler. Weiter! Wir müssen erst mal hoch! Bozen, hier Bozen! Sprich, Herr Oberst! Geben Sie her! Hier von Bonin? General Röttiger! Gott sei Dank, Sie sind es. Durchsuchen! Ich bin hier in Niederdorf im Pustertal mit einer Gruppe Sonderhäftlinge. Darunter Pastor Niemöller, die Familien von Schuschnigg, Gördeler und von Stauffenberg. Und das SS-Begleitkommando droht, sie zu liquidieren. Bonin, schon wieder Sie! Das reicht jetzt endgültig. Ich lasse Sie wegen erneuten Fluchtversuchs erschießen. Obersturmführer. Ich will nichts hören! Obersturmführer, Stille. Wir sprechen vielleicht noch von einer Woche Krieg. Und das wissen Sie auch. Mit wem haben Sie gesprochen? Denken Sie an die Zeit danach. Abführen. Jawohl. Los, mitkommen. Und Sonderbewachung. Am 30. April nimmt die US-Armee München ein. Hier hatte Hitlers Karriere begonnen. Nun ist es vorbei. Hitler begeht an diesem Tag Selbstmord. Zuvor entmachtet er noch Heinrich Himmler, wegen dessen geheimen Verhandlungen mit den Westmächten. Das mörderische Spiel ist aus. Stiller, was machen Sie denn da? Stiller! Das sehen Sie doch, Bader. Vernichte unsere Befehle. Ich werde das Kommando einem Häftlingskomitee übergeben. Sind Sie jetzt völlig verrückt geworden? Sie verbrennen kriegswichtiges Material! Von Bonin hat wahrscheinlich die Wehrmacht informiert. Die können jeden Moment hier sein. Die Wehrmacht hat ja nichts zu sagen! Um Gottes Willen, Bader, begreifen Sie doch! Ich bekomme keine Verbindung mehr zu Kaltenbrunner. Wir sind auf uns selbst gestellt. Ich habe Familie, zwei Kinder. Das Beste wird jetzt sein, wir sind ganz freundlich und wissen von nichts Böses. Das tun, dann knall ich über den Haufen! Hey! Abbrechen! Wenn die Wehrmacht schießt, dann schießt die SS auf! Es ist einfach vorbei, Bader. Hauptmann von Alfensleben hat das Kommando über den Transport der Gefangenen übernommen. Meine Herren, ich muss Sie bitten, mit mir zu kommen. Nehmen Sie die Waffe runter. Bader. Es ist vorbei, wenn es vorbei ist.
Das war schon ein Schauspiel. Tatsächlich ließ sich die SS davon überzeugen, dass es jetzt besser wäre, einfach zu verschwinden. Abteilung! Halt! SS, einsteigen! Frau von Hassel. Zwei Kinder. Genau wie Sie. Das Bild meiner beiden Buben. Ich kann nicht beschreiben, wie mir zumute war, als ich es wieder in den Händen hielt. Und die SS verschwand tatsächlich, ohne dass ein Schuss gefallen war. Es grenzte an ein Wunder. Die Todesangst war von uns genommen. Denn wir wussten, die SS, das war eben wirklich der Tod. Und die Wehrmacht, das könnte eventuell Leben bedeuten. Meine Damen, meine Herren, ich bin Hauptmann Wichert von Alvensleben. Ich habe das Kommando über Ihren Transport übernommen. Sie stehen ab sofort unter dem Schutz der deutschen Wehrmacht. Unter dem Schutz der deutschen Wehrmacht. Das klang schon sehr merkwürdig in meinen Ohren. Jahrelang hatten Wings und ich versucht, diesem Verein zu entkommen. Aber in diesem Fall... Wie heißt ihr denn? Ich bin Hans-Dietrich Schröder. Aha. Und du? Ich bin Sibylle Maria Schröder. Ich bin Sissi von Schröder. Sissi. Den ersten Maientag begrüßten wir an einem fast unwirklich schönen Ort in den Bergen. Ein Luxushotel am Praxer Wildsee. Eigentlich noch im Winterschlaf. Nie vorher in einem Hotel so gewesen, nicht? Und das war auch nicht unser Stil, Ferien zu machen im Hotel. Aber das war doch etwas ganz Besonderes, das Empfinden. Und überhaupt diese Zeit, die nun kommt, die ist mir unvergesslich geblieben. Und das ist ein Höhepunkt in meinem ganzen Leben, das ich nie vergessen werde. Nicht? Ein neues Leben war uns geschenkt worden. Trotzdem. Richtig genießen konnte ich das nicht. Da war die Trauer um meinen Vater, den die Nazis gehängt hatten. Und die rasende Sorge um meine beiden kleinen Jungs. Lebten sie noch? Wo waren sie? Entschuldigung, dass es so kalt ist, Frau von Hassel. Ich werde Ihnen gleich noch ein paar Federbetten bringen. Alles ganz fabelhaft, Frau Hensteiner. Danke vielmals. Ich danke Ihnen. Darf ich eintreten, Frau von Hassel? Bitte sehr. Ganz schön kalt hier, oder? Vielleicht setzen Sie sich einen Moment. Sprechen Sie gerade aus, Oberst. Frau von Hassel,
Ihr Vater hat sich vor dem Volksgerichtshof, so berichten mir Vertraute, tapfer verteidigt. Er ist vor Freistaat nicht eingeknickt und hat bis zum Schluss für seine Überzeugungen gekämpft. Mein aufrichtiges Beileid, Frau von Hassel. Danke, Oberst. Ulrich von Hassel, Wilhelm Leuschner, Josef Wirmer und Karl Gördler sind ehrlose, feige Verräter. Sie verschworen sich, Gördler sogar als politischer Kriegsspion für unsere Feinde, mit einer Gruppe eidbrüchiger Offiziere, die unseren Führer ermorden wollte. Sie sind für immer ehrlos und werden mit dem Tode bestraft. Es wurde uns zugetragen, meiner Mutter, ich stand neben ihr, ihr Vater lebt nicht mehr, er ist hingerichtet worden am Fleischerhaken. Das habe ich, da stand ich neben ihr, ich habe meine Mutter aufgefangen und wir beide haben uns umarmt und wir haben geweint. So habe ich das Tod meines Vaters erlebt. Benignas Vater, Karl Gördeler, wird im Februar 1945 hingerichtet. Dies ist das letzte Bild von ihm. Sein Bruder Fritz, der Vater von Jutta, einige Wochen später. Das war wirklich sehr mutig von Ihnen, Oberst. Wir stehen alle tief in Ihrer Schuld. Es war meine Pflicht, Lieutenant. Keiner außer mir hätte es tun können. Sie an meiner Stelle hätten genauso gehandelt. Und dann brachte der Rundfunk eine Nachricht, auf die wir alle schon lange gewartet hatten. Um Mitternacht gab der deutsche Rundfunk dem deutschen Volk die Kunde, dass Adolf Hitler in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzug gegen den Bolschewismus kämpfen, für Deutschland gefallen ist. An diesem 2. Mai kapitulieren die Wehrmacht und die SS in Italien. Der italienische Diktator Mussolini und seine Geliebte werden einige Tage zuvor gelyncht. Der Krieg in Italien ist aus. Knapp eine Woche früher als im Rest von Europa. Die US-Armee überquert ungehindert den Brennerpass. Widerstand leisten nur noch einige fanatische SS-Männer und verblendete Hitlerjungen. Am 3. Mai ziehen die Amerikaner kampflos in Innsbruck ein. Die US-Armee stand nun vor der Haustür. Und die Kapitulation der deutschen Streitkräfte in Italien bedeutete auch das Ende des Albtraums der Alliierten, der sogenannten Alpenfestung. Sie war nun endgültig zur Chimäre geworden. Am 4. Mai erreichten dann die ersten US-Einheiten den Pragser Wildsee. Da war er, der lang ersehnte Tag der Freiheit. Doch nach all den Jahren der Gefangenschaft war es schwer, die Realität der Freiheit zu begreifen. Die amerikanische Presse stürzte sich auf uns. Ein sehr nachdenklicher Oberst von Bonin. Die kleine Sissi Schuschnigg und ihre Mutter Vera. Sie waren die Lieblinge der Journalisten. Pastor Niemöller mit seiner Pfeife und die Familie Schröder. Ich habe
bis heute ein grundsätzlich positives Verhältnis zu den Amerikanern. Und das kommt von dieser Zeit. Nicht? Ich habe die wirklich als Befreier erlebt. Colonel. Oberst von Bonin kam erst einmal in Gefangenschaft. Wie alle deutschen Soldaten hier. Wenn ich Ihnen irgendwann behilflich sein kann, Oberst. Wir werden sehen, Lieutenant. Danke, Oberst. Beste Dank. Ich wusste, dass trotz allem, was wir durchgemacht hatten, nicht Hass mein Herz bestimmen würde. Die US-Armee bringt die befreiten Geiseln nach Neapel. Leon Blüm und seine Frau. Kurt von Schuschnigg im Gespräch mit einer Amerikanerin und Pastor Niemöller. Alexander von Stauffenberg. Ein Bruder des Hitler-Attentäters. Viele der ehemaligen Gefangenen werden auf die italienische Ferieninsel Capri gebracht. Streng genommen dort interniert. Denn die Amerikaner wollen genau wissen, wen sie da gerade befreit haben. Die Kinder haben unterdessen ihren Spaß. Capri war ja wirklich eine Ferienzeit für mich. Die war nicht zu übertreffen an Frieden, an schönen Erlebnissen und an, es klingelte, Sissi kam. Und manchmal wurden wir dann mit dem amerikanischen Taxi zu ihr gefahren. Sie lebte ja nicht in unserem Hotel und hatten immer nur schöne, problemlose Zeit zum Spielen. Und dann die südliche Sonne. Die Welt war in Ordnung. Aber nicht für mich. Ich hatte keinen Blick für die Schönheiten der Insel. Ich dachte nur an meine Buben. Wir ließen sie suchen. Wo waren sie geblieben in dieser verwüsteten, mörderischen Welt? Und es grenzte an ein Wunder. Meine Mutter fand die beiden schließlich in einem Kinderheim. Corrado? Roberto? Mama! Einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Ich erinnere mich perfekt. Wir haben sie getroffen im Eingang mit meinem Bruder. Ich erinnere mich keinen Schmerz. Das Lachen von meiner Mutter. Gleich einen Spaziergang haben wir gemacht, in der Gegend herum. Das war ein fröhlicher Tag, nicht? Wie wir einen Spaziergang am Tag vorher gemacht hätten. Ich erinnere mich an nichts anderes. Immer dank meiner Mutter. Wieder vereint. Doch etwas blieb aus diesen Tagen. 55 Jahre lang habe ich nicht drüber sprechen können. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass eigentlich wir als Kinder nach 45 eine psychotherapeutische Behandlung hätten haben müssen. Man konnte das nicht verarbeiten.
Aber die Zeit damals war so, man sprach nicht gerne davon. Mein Vater hat immer gesagt, lass uns einen Schlusspunkt setzen, wir fangen jetzt neu an. So wie viele das gesagt haben. Von vielerlei Seiten wurde gesagt, wir wollen das alles vergessen und versinken lassen. Wir fangen nach 45 neu an.